Hallo, hier ist Tore von Solarco Graphics und ich zeige euch in diesem Video verschiedene Wege, eine Produktszene aufzubauen. Ich nehme dafür ein fertiges Produkt. Die finde ich hier im Content Browser, der entweder hier an der Seitenleiste zu finden ist oder hier unter Fenster Content Browser. Und gehe hier unter Presets zum Ordner Visualize, der sowohl bei der Visualize als auch der Studio- und der Schülerversion oder Studentenversion dabei ist. Und hier unter 3D Objects im ersten Ordner gleich nehme ich mal hier diesen Kettel, den Wasserkessel. Gehe ein bisschen näher ran, denn dieser Kessel, der ist im Maßstab gebaut und dadurch, wenn ich hier auf Abmessung Plus gehe und den Kessel auswähle, dann sehe ich, dass er 25,559 cm hoch ist. Und weise darauf einfach hin, weil ich es wichtig finde, immer im richtigen Maßstab zu bauen. Das hat zwei Gründe. Zum einen, was den Austausch von Daten betrifft mit anderen 3D-Lern, die vielleicht im Maßstab arbeiten und man selber nicht. So hat man dann nachher verschiedene Produkte, die angeglichen werden müssen. Das ist natürlich unnötig viel Arbeit. Außerdem, je nachdem, wie man arbeitet, ist es so, dass die Lichtquellen sich eben auch hier auf die Größe, die Einstellung, mit der man arbeitet, beziehen und sich natürlich ganz anders verhalten, wenn man ein riesengroßes Objekt hat und man das nicht darauf anpasst, als wenn man hier im Maßstab arbeiten würde. Deswegen, also für ein ja, optimiertes Arbeiten würde ich immer darauf achten, dass die Abmessungen korrekt sind. Gibt dafür auch noch eine kleine Hilfe in Cinema 4D. Hat man beispielsweise jetzt hier ein Objekt gebaut, das irgendwie so Pi mal Daumen und das ist viel zu groß. Sagen wir mal, dieser Würfel soll eigentlich 20 cm groß sein. Dann gibt es hier oben unter Bearbeiten den Punkt Skaliere Projekt. Dann gibt man hier die aktuelle Größe ein. Die sehen wir ja hier. 200. Es reicht dort übrigens, eine der Seiten zu nehmen. Also es könnte hier auch 100, 200, 100 stehen. Und wenn ich natürlich jetzt die X Größe nehmen, also die Breite in X-Richtung 100, dann muss ich natürlich auch wissen, wie die nachher in der Zielskalierung sein soll. Ja. Gut, ich sage jetzt, der Würfel soll 20 cm hoch oder breit sein, wie auch immer, in dem Fall ja egal. Dann wird die, wenn ich das jetzt ausführe, wird die gesamte Szene auf diesen Maßstab angepasst. Also alles, was hier noch mit drin wäre, würde genauso angepasst werden, nicht nur der Würfel. Und so würde man dann jetzt ab diesem Zeitpunkt im richtigen Maßstab oder in der richtigen Größe arbeiten. So, ich gehe zurück zu meinem Wasserkessel. Der ist jetzt hier schwarz. Das liegt einfach daran, weil hier ein Metallmaterial auf der Oberfläche ist, also von dem Wasserkörper. Und die werden nun mal so angezeigt. Ich möchte das auch beim Rendern nachher gar nicht haben, diese ganzen Materialien, denn mir geht es ja jetzt um die Szenerie an sich und gar nicht um das Produkt. Und seit der R17 gibt es dafür ein praktisches Mittel. Also ich muss jetzt nicht hier reingehen und alle Materialien ersetzen, sondern es gibt hier den Punkt einziges Material. Und wenn ich den anhake, habe ich entweder die Möglichkeit, hier noch ein paar Sachen ein- oder auszuschließen. Das ist jetzt hier erstmal alles egal, weil wir haben keine Transparenzen. Relief könnte drin sein, aber das ist zu vernachlässigen. Ich könnte auch hier ein anderes Material anlegen. Jedenfalls sieht das dann, wenn ich das mit diesen Einstellungen verwende, so aus. Hat auch den Vorteil, wenn ich jetzt komplexe Szenen habe mit viel diffusen Spiegelungen, dass das Ganze einfach wesentlich schneller rendert. Ich kann jetzt in so einer Szene wunderbar Licht und Schatten anpassen oder eventuell auch eine Spiegelung vom Boden, weil ich kann ja auch hier Bereiche ausschließen oder Materialien ausschließen. Und ich kann so wesentlich schneller die Sachen abstimmen, ohne jedes Mal alle Materialien, die vorhanden sind, aufwendig zu berechnen. Das Fenster kann ich jetzt erstmal schließen und ich möchte jetzt einfach einen Boden haben, der endlos weit geht, ohne einen Horizont, ohne eine Begrenzung. Und dafür findet man hier das Bodenobjekt. Das ist ein unendliches Objekt. Das in Zulade sieht man hier zwar eine Begrenzung, aber die dient eigentlich eher nur zur Veranschaulichung. Also das Ding geht ewig weiter. Das sieht man auch, wenn ich jetzt hier mal render. Das ist etwas unvorteilhaft, weil ich kein Licht habe. Also ist der Boden dunkel und der Hintergrund dunkel. Ich lade also nochmal einen Hintergrund hinzu. Den brauche ich sowieso.
Und dann sieht das Ganze so aus. Also das ist die Horizontlinie, denn dieser Boden schießt ja nach hinten raus. Und wenn man sich das jetzt mal merkt, dort ist die, also das hat mit den Abmessungen dieser Ebene, dieses Bodens, überhaupt nichts zu tun. So, jetzt möchte ich aber, dass dieser Boden keinen Horizont erzeugt, sondern dass der einfach ja, unendlich ist, klar ist er ja schon, aber hier einfach keine Trennung stattfindet. Und dafür kann man den Boden mit Rechtsklick, das sind immer für D-Tags, einen sogenannten Render-Tag geben. Dort kann man dann Sachen einstellen, die das Rendern, aber auch das Verarbeiten vorher schon beeinflussen. Hat man das erzeugt, findet man hier unten bei den Attributen unter Tag verschiedene Einstellmöglichkeiten, also sichtbar für Kamera zum Beispiel, in dem Fall wäre der jetzt nicht mehr zu sehen. Und ganz wichtig, das ist der eigentliche Punkt, worum es hier geht, das Hintergrund-Compositing. Ich den jetzt anhake, dann habe ich jetzt hier einen einheitlichen Fond. Da sieht es natürlich genauso aus wie sichtbar für Kamera ohne Haken. Bloß in diesem Fall ist es so, dass wir nur den Hintergrund sehen, der eingefärbt ist. Und in diesem Fall ist es so, dass der Hintergrund mit dem Boden sozusagen verschmilzt. Sieht man dann ganz schnell, wenn ich eine Lichtquelle hinzufüge und hier mal einen Schatten drauf werfen lasse. Dann haben wir hier einen Schatten. Und hier natürlich nicht, weil der Boden einfach nicht da ist. Also natürlich hier auf dem Objekt ist der Schatten, aber nicht auf dem Boden. Das heißt, mit aktivierter Hintergrund-Compositing-Funktion kriege ich hier eine unendliche Szene, wo ich nie den Hintergrund sehen werde, aber ich erhalte eben Schatten und alles andere, was ich auf dem Boden einstelle, wie er mit dem Objekt hier zu reagieren hat. So, jetzt könnte man noch überlegen, ob man hier eine Spiegelung einfügt. Ich öffne dafür nochmal diese Render-Voreinstellung, denn ich habe ja hier Reflektivität, also Spiegelung, noch nicht angehakt und möchte das auch so nicht machen, denn dann würde ja auch die Reflektivität des Wasserkessels wieder mitgerendert werden. Das möchte ich ja eigentlich nicht. Deswegen erzeuge ich erstmal ein neues Material und nenne das mal Bodenspiegelung und ziehe das jetzt hier in dieses Feld ausschließen. Und weise das jetzt mal meinem Boden zu. Das Glanzlicht deaktiviere ich und füge einfach eine normale Spiegelung hinzu. Ob man nun Backmund oder GGX dafür nimmt oder eins von den anderen hier, das ist jetzt erstmal egal, sofern man hier nicht mit der Rauigkeit arbeitet, denn da unterscheiden sich diese Algorithmen eigentlich. Wenn man sich mal Backmund anguckt und hier 50% Rauigkeit eingibt, dann sieht das von der Kurve her und auch vom Ergebnis natürlich anders aus als hier bei GGX. Ja, je nachdem, wie die Szene aufgebaut ist, welchen Look man haben möchte, kann man dann entsprechend hier hin und her wechseln. Das Glanzlicht habe ich rausgenommen, da das so eine Fake-Reflexion erzeugt, so eine Aufhellung, die ist physikalisch nicht korrekt und sieht sehr schnell nicht gut aus. Deswegen schmeiße ich die immer raus. Und auch die setze ich hier eigentlich immer auf 0%. Außer in Sonderfällen, wo man dann doch mal so ein bisschen das Ganze hinmauschen möchte, verwende ich die. Gut, aber jetzt haben wir erstmal unsere Spiegelung hier und gucken uns mal an, wie das jetzt aussieht. Und dann sehen wir hier unten Spiegelung. Aber da das Material hier auf diesen ganzen unendlichen Boden bezogen ist, finden wir darin im Prinzip alles wieder. Und ich möchte eigentlich ganz gerne bei so einem Produktshot natürlich, dass es nur sich auf einen bestimmten Bereich bezieht. Ich würde einfach einmal hier einziges Material deaktivieren, um mal zum Vergleich zu starten. Und dann sieht man, das, was hier im Prinzip drumherum ist, alles, das würde sich hier in meiner unendlichen Ebene, in meinem Boden wiederfinden. Deswegen ist vielleicht für so einen Effekt der Boden nicht zwangsläufig der beste Weg. Ich entferne den oder ich kann ihn einfach ausblenden. Doppelklick auf die beiden Punkte hier und gedrückte Alt-Taste, dann werden die beide auf Rot geschaltet.
Und ich lade als nächstes hier eine Scheibe hinzu. Die skaliere ich mal so ein bisschen auf die Größe. Achso, ich schalte hier wieder das einzige Material an. Und weise der mein Material zu. Das sieht dann vom Effekt her gleich ganz anders aus. Nämlich schwarz, wie eine normale Spiegelung wäre, wenn nichts drumherum ist. Denn unser Hintergrundobjekt ist ja, erzeugt nur eine Farbe, aber wir haben nicht wirklich hier etwas drumherum. So, jetzt möchte ich natürlich nicht, dass hier so eine harte Kante geworfen wird. Zum einen, weil man dann hier die Unterteilung sieht, die ich nicht erhöhen möchte. Und weil das auch einfach nicht wirklich schön ist, wenn man hier so einen harten Übergang hat. Sondern ich möchte eigentlich eher in die Richtung kommen, dass das wie mit dem Bodenobjekt, mit dem Hintergrund verschmilzt. Und dafür gehe ich jetzt erstmal hier in den Alpha-Kanal, aktiviere den und lade hier bei Textur einen Farbverlauf hinzu. Jetzt sieht man schon hier im Vorschaubild, dass da irgendwas passiert, hier auch. Und wenn wir uns jetzt mal diese Ansicht angucken und hier den Farbverlauf, dann fällt auf, dass die linke Seite hier transparent ist und die weiße ist sichtbar, die rechte ist sichtbar. Heißt also, Umkehrschluss, schwarz ist transparent, weiß ist sichtbar. Und ich möchte jetzt, dass das Ganze vom Mittelpunkt aus nach außen hin geht. Also hier weiß und dort außenrum schwarz. Ich klicke also einmal entweder hier auf das Bildchen oder hier auf den Farbverlauf und habe jetzt hier die Möglichkeiten, den Farbverlauf zu ändern. Damit ich das noch ein bisschen besser erkennen kann, ändere ich auch hier mal das Vorschaubild. Ganz einfach machen, indem man mit Rechtsklick hier eine Darstellungsform seiner Wahl auswählt. Kann man auch ein bisschen größer machen. Und ich nehme jetzt mal hier Ebene. Ja, dann sehen wir nochmal recht schön, was da eigentlich passiert. Und jetzt gehe ich mal hier auf Typ und schaue mir an, was mir zur Verfügung steht. Und da spricht einen ja hier eigentlich kreisförmig an, da wir von einer Scheibe reden. Nur ist das jetzt hier leider verkehrt rum. Die könnte ich von Hand umdrehen oder ich klicke hier einfach mit Rechtsklick rein und sage Greifer umkehren. Das ist jetzt ja schon fast das, was ich haben möchte. Ich muss das noch ein bisschen feiner einstellen, denn wenn man jetzt mal hier guckt, dann sehen wir, dass in dem Vorschaubild hier immer noch so eine Kante erzeugt wird. Das liegt daran, dass das Weiß so weich gezeichnet und ausgedünnt ist, doch immer noch hier an den Rand dran geht und dadurch eben keinen ganz weichen Verlauf nach außen hin erzeugt. Sieht man auch gerendert, hier ist immer noch eine Kante. Das heißt, wir müssen das Ganze also ein bisschen beschneiden und das können wir machen, indem wir hier den Schwarzregler ein bisschen rüberschieben. Ja, dann wird das schon besser, ein bisschen bleibt noch erhalten, aber das kriegen wir auch noch weg. Denn das nächste, was ich jetzt machen möchte, ist, dass ich dem keine Hochglanzspiegelung wie einem richtigen Spiegel gebe, sondern ein leicht glänzendes Material oder ein leicht spiegelndes Material. Und das kann ich jetzt entweder machen, indem ich hier die Spiegelung runterfahre oder gehe hier auf Fresnel und wähle hier eine Fresnel-Form aus. Dielektrisch oder Leiter. Leiter sind, wie man schon sagt, leitende Materialien. Und wenn man sich mal die Presets anguckt, dann sieht man auch schon, worum es da geht. Nämlich Metalle in jeglichen Formen, also nicht das Richtige für uns. Aber dielektrisch eignet sich wunderbar für Lacke und leicht spiegelnde Materialien, wie man hier sieht. Auch hier gibt es wieder Presets, aber der voreingestellte Wert von 1,35 hilft in solchen Fällen eigentlich schon oft sehr gut. Und jetzt sehen wir, dass das nicht mehr schwarz ist, sondern es hat eine Farbe bekommen. Und das hängt damit zusammen, dass wir jetzt eben diesen Fresnel aktiviert haben. Denn die Farbe ist hier aktiviert, das ist ein 3D-Weiß. Ein reines Weiß gibt es in der 3D-Welt nicht und würde auch nur, wenn es hier bei 100% stehen würde und aktivierter indirekter Beleuchtung zu ja, überleuchteten Renderings führen. Deswegen ist es voreingestellt immer bei 80% und das entspricht im Prinzip ein echt Weiß in der Wirklichkeit, also wie wir es hier erleben. Auch hier gibt es ja kein richtiges Weiß und Schwarz, aber das kommt dem eben am nächsten. So, aber zurück zu der Farbe, warum man sie jetzt sieht.
Das hängt nämlich mit diesem Fresnel zusammen. Der Fresnel definiert im Prinzip oder erklärt den Zusammenhang zwischen dem Blickwinkel des Betrachters auf ein Objekt und der Spiegelung, die das Auge wahrnimmt. Stellt euch also vor, ihr würdet vor einer Fensterscheibe stehen, ganz frontal auf diese Scheibe gucken, dann seht ihr eigentlich alles, was da hinten hinter der Scheibe zu sehen ist. Wenn ihr jetzt aber mal zum Beispiel an die rechte Kante der Scheibe geht und euch so hinstellt, dass ihr in einem sehr, sehr spitzen Winkel auf die Scheibe guckt, also dass ihr fast parallel zur Scheibe guckt, dann werdet ihr nicht mehr so viel sehen, was hinter der Scheibe zu sehen ist, weil sich die Spiegelung erhöht. Und das hängt mit diesem Fresnel zusammen, eine Berechnungsformel, und die trifft eigentlich auf jedes Objekt zu. Also jedes Objekt hat ein Fresnel, jedes spiegelt irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, und der Wert des Fresnels definiert eben, wie stark oder schwach diese Spiegelung ist und ab welchem Punkt, also ab welchem Winkel, welcher Grad an Spiegelung eben angezeigt wird. Deswegen gibt es eben auch diese ganzen Presets. Wenn man jetzt mal Milch auswählt, haben wir 1,35 wie voreingestellt. Asphalt hat aber schon wieder einen ganz anderen Wert. Na, ich wollte eigentlich das voreingestellte wieder haben. Okay, das sind auf jeden Fall 1,35. Ich kann auch nochmal hier wieder auf Kugel gehen. Dann sehe ich das ja auch eigentlich ganz schön. Und zwar hier im Mittelpunkt, also genau wie auch da, so gut wie keine Spiegelung. Und hier nach außen hin zur Wölbung hin, dort deutlich mehr. So, jetzt haben wir im Hintergrund aber kein reines Weiß, sondern dass es so ein Grauton, der da voreingestellt ist. Ich schalte einfach mal Farbe aktivieren an. Und ich wähle jetzt hier auch 80% aus. Und schau mal, wie das dann aussieht. Dann gleicht sich das Ganze schon ein bisschen an. Immer noch nicht perfekt. Wir haben hier immer noch ein bisschen Störung drin. Also keinen ganz perfekten Verlauf. Und ich werde also hier nochmal reingehen, das Ganze noch ein bisschen beschneiden. Und hier vielleicht auch einfach ein bisschen weniger nehmen. 1,2. Mal gucken, wie das dann aussieht. Ja, also weicher Übergang auf jeden Fall, ein bisschen Spiegelung. Diese Verdunklung hier, die kommt natürlich zwangsläufig durch die Spiegelung. Das lässt sich nicht ganz vermeiden. Man könnte höchstens versuchen, jetzt auch den Hintergrund anzupassen, indem man den ein bisschen abdunkelt, um ja eben das Ganze so ein bisschen weicher zu haben. Das wäre allerdings unnötig viel Fummelei. Und wir können ja mal versuchen, was passiert, wenn wir diesen gleichen Effekt, den wir hier auf dem Boden angewendet haben, auch auf die Scheibe anwenden. Also haben wir den Rechtsklick, Render Tag und hier das Hintergrund Compositing einschalten. Und dann haben wir eigentlich genau das, was wir mit der Scheibe oder mit dem Boden auch erzielen wollten, nur eben limitiert auf diesem Bereich, dass wir hier ja keinen Farbversatz mehr haben, sondern eben die Farbe des Hintergrunds auch hier auf der Scheibe haben und hier schön die Spiegelung auslaufen und den Schatten eben auch. Die Scheibe jetzt ein bisschen vergrößer, habe ich auch ein bisschen mehr davon in beide Richtungen oder eben weniger, je nachdem ich das haben möchte. Und habe somit also meinen zweiten Weg, hier so eine Szene aufzubauen. Und der dritte, der wäre dann ganz klassisch mit einer Hohlkehle. Das ist dann so eine Technik, die man eigentlich aus der Fotografie kennt. Na. Und dafür gehe ich mal in die Seitenansicht, schalte mal eben mein Licht auf nicht sichtbar im Editor und wähle hier mein Spline-Werkzeug aus. Setze einfach mal hier und da einen Punkt und zoome mit gedrückter 2-Taste und der linken Maustaste mal so ein bisschen aus und setze hier den nächsten Punkt hin. Mit Escape löse ich mich mit dem Werkzeug hier von meinem Objekt und ich wähle jetzt hier das Rechteck-Selektionswerkzeug aus, um beispielsweise diese beiden Punkte hier auszuwählen. Hier wähle ich einmal mit Control die Scheibe ab, dass ich nur das Spline-Objekt habe, denn dann komme ich hier auch an die verschiedenen Werte des Managers ran. Und dann sehe ich jetzt hier, in Richtung Z ist das Ganze ein bisschen verschoben. Sieht man ja auch.
Also einmal auf 0 setzen. Und das gleiche mache ich natürlich auch hier. Da haben wir noch in Y-Richtung einen höheren Wert. Und das Ganze soll natürlich auch auf dem Boden sitzen. Und so haut das dann hin. Jetzt soll das Ganze hier noch abgerundet werden. Denn das heißt schließlich hohe Kehle. Also einmal Rechtsklick und den Befehl Phasen aufrufen. Und dann kann ich jetzt hier so eine Kurve aufziehen, je nachdem, wie doll ich die haben möchte. Ich gehe jetzt nochmal in die Draufsicht, also die F2-Ansicht, und verschiebe meinen Spline mal hier nach links oder rechts. Und jetzt kommt der in einen Extrudieren-Generator. Gedrückte Alt-Taste wird er automatisch reingeladen. Passiert jetzt erstmal von hier oben nicht so viel, was daran liegt, dass die Verschiebung, die hier eingestellt ist, bei 20 cm in Z-Richtung ist, also nach hinten. Wir wollen aber, dass sich das nach dort verschiebt, um eine Form hier zu erzeugen. Gut, 50 ist zu wenig, nehmen wir mal 200, auch noch 500. So, und jetzt sehen wir, wir haben hier kurz eine Kamera erzeugen, damit wir ungefähr hier bleiben. So, wir haben jetzt hier so eine Hohlkehle bekommen. Die kann man jederzeit anpassen. Ne, über die Punkte des Splines ist man da sehr flexibel. Und jetzt gucke ich mir nochmal an, wie das aussieht, wenn ich das render. Nämlich so. Der Nachteil bei einer Hohlkehle in 3D ist, dass man da einfach mehr einstellen muss mit dem Licht. Denn man sieht ja jetzt schon, erstmal, dass mein Spot da nicht so optimal ist. Arbeite mit dem eigentlich eh nicht so gerne, außer ich möchte wirklich einen Spot, einen Lichtspot simulieren. Normalerweise wähle ich hier das Flächenlicht aus, denn das ist gleichmäßiger in der Verteilung. Aber auch hier fangen jetzt mal zwei Sachen auf. Zum einen diese beiden Punkte hier und diese Kante hier hinten, ja, durch den Schatten. Der Punkt hier oben, das liegt einfach an der Einstellung des Splines, an dieser Einstellung bei den Zwischenpunkten. Voreingestellt steht hier immer angepasst. Da berechnet er das so nach für ihn optimalen Maß. Wenn man jetzt aber beispielsweise mal natürlich oder gleichmäßig nimmt, dann sieht man schon in der Voransicht, dass hier ein bisschen was passiert. Die Kante ist weg. Wir sehen aber hier an der Seite, perfekt ist das noch nicht. Dafür ist die Anzahl von 8 auch einfach zu wenig. Wir können hier einfach mal 30 eingeben. Und dann kriegen wir hinten so einen richtig schönen Verlauf, schön glatt. Die Kante hier bleibt natürlich, das hat was mit dem Licht zu tun. Und deswegen finde ich persönlich das etwas unpraktisch, denn jetzt muss ich meine Lichtquellen so einstellen, dass der Hintergrund eben auch entsprechend aufgehellt wird. Ja, also, ich habe hier meine Lichtquelle. Ich könnte natürlich jetzt noch eine zweite Lichtquelle hinzuladen, die in der Seitenansicht so ein bisschen hindrehen und hier nach hinten verschieben. Gucken, wie das dann aussieht. Das schon ein bisschen weniger, aber so ganz weg habe ich es immer noch nicht. Das heißt, ich muss hier doch wesentlich mehr Aufwand betreiben, um meine Szene vernünftig auszuleuchten. Möchte ich jetzt in diesem Fall gar nicht tun, denn es geht ja um die Stage, weil die Produktszene an sich. Deswegen also hier als dritter Weg die Hohlkehle. Meine bevorzugten sind eigentlich diese beiden hier, vorzugsweise mit der Scheibe, weil ich das immer ganz schön finde, wenn man mit relativ wenig Aufwand auch so eine Spiegelung hier einfach beschneiden kann und auf den Bereich so limitieren kann. Habe ich natürlich viele Objekte hier, dann ist der Boden vielleicht doch die bessere Wahl, denn dann die Scheibe hört ja hier irgendwann auf, so wie wir sie eingestellt haben.